Guess who's back? Back again. Back is back. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Mit Batman-Maske. Ein bisschen beeinträchtigt ist es natürlich schon, aber es stört jetzt nicht so extrem, dass ich gar nichts sehe. Deswegen, also ich muss mich dran gewöhnen. Das habe ich jetzt schon die letzten Tage gemacht und habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Und deswegen, ich glaube schon, dass das dann funktioniert. 5 Wochen ist sein schwerer Zusammenprall mit Duisburgs Enis Hairi gerade mal her, in denen er seine Brüche am Jochbein und der Augenhöhle auskuriert hat. 5 Wochen ohne Fußball, zu lang für Beck. Ich habe auf die Ärzte gehört, die haben mir grünes Licht gegeben und das ist das Wichtigste für mich. Klar muss man mich immer ein bisschen bremsen, ich will immer unbedingt spielen und sobald die Ärzte mir das Go gegeben haben, war ich natürlich froh, dass ich wieder mit der Mannschaft trainieren durfte. Nicht nur Training, auch ein Testspiel stand an unter der Woche gegen Oberligist Luckenwalde. Das kam wie gerufen für Christian Beck. Auch wenn es mit einem Beck-Treffer beim 5:1 nicht geklappt hat, zeigte er seine Gier nach Toren. 7 Spiele verbleiben noch und der FCM muss noch gegen die Top 3 ran. Jetzt wartet der Hamburger Sportverein. Ich glaube trotz alledem, dass wir, wenn wir da weitermachen, wo wir jetzt auch gerade die letzten beiden Spiele gewesen sind, dass wir den Hamburgern auch durchaus wehtun können, weil wir sehr schnell sind, sehr aggressiv im Zweikampf und die Hamburger müssen zu Hause nach vorne spielen, ob sie wollen oder nicht. Und wir werden unsere Räume bekommen, da bin ich ziemlich sicher. Nur muss das mit dem Kontern dann noch besser laufen als gegen Heidenheim. Die Konter waren zwar gut eingeleitet, doch im letzten Drittel wirkten die Blau-Weißen zu kopflastig. Nur 1 Tor in 3 Spielen gelang dem FCM ohne Beck. Zu wenig für den Klassenerhalt. Wir sind da einfach als Mannschaft gefordert, eben diese Gier und diese letzte Konsequenz im Strafraum dann auch wirklich zu zeigen. Und das kann man sich auch erarbeiten. Und das versuchen wir immer wieder. Wir stellen im Training immer wieder Situationen her, dass wir Abschlüsse haben, dass wir versuchen, auch da klare Muster zu haben, wie wir es machen wollen. Und ich denke, irgendwann platzt der Knoten dann auch. Im Training hat übrigens auch Christian Beck getroffen. Per Kopf. Guess who's back? Dafür gab es sogar Applaus von den Teamkollegen, wenn das mal kein Fingerzeig in Richtung Hamburg ist.